Boah, ich höre diese blöden Fische hier, ne? Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. Letzte Folge haben wir Sissy gerettet vom Verderben. Das war echt dramatisch. Also wer es nicht gesehen hat, letzte Folge und die Folge davor. Es geht weiter. Wir wollen zu Aurori und das Leck schließen, weil ich will den Radiation Suit loswerden, damit wir unseren neuen verstärkten Anzug bauen können. Damit ich so Angriffe überlebe ohne Probleme. Gut, das hält mich nicht vom Trinken ab, aber... Ertrinken meine ich. Ich habe Vertrinken gesagt gerade, oder? Naja. Ein bisschen Schwund ist immer. So, zu Aurora. Wir müssen tauchen gleich. Da gibt es viele Kisten, die wir looten wollen, bevor wir da reingehen. Was haben wir denn hier? Ich muss auch neue Beeper bauen, damit wir, wenn wir nachher dieses Biom finden, wo wir die Andockbucht finden, markieren können. Ich habe auch genug Material für mehrere Außenposten, die wir bauen können. Da wir unsere Hauptressourcen jetzt immer auf der Sissy haben werden. Jetzt, wo wir dieses Solarpanel haben, auf der Sissy drauf, ist das möglich. Toll, oder? Wir brauchen nie wieder eine Hauptstation. Natürlich bauen wir eine Hauptbasis. Gerade wegen der Andockbucht und so ein Scheiß. Ja, das wird es definitiv geben. Aber ich meine, Fischwechsel. Oh, tot. Wir müssen jetzt nicht immer wieder zu einem Punkt und da bauen. Ja, ich wollte ja mal umziehen, das war mal so ein Problem. Und das Bauen auf der Sissy war nicht möglich. Können wir jetzt, ich wiederhole mich immer wieder. Das habe ich schon so oft gesagt, ich bin einfach glücklich. Glücklich bin ich. Ich meine, irgendwann habe ich hier keinen Platz mehr auf dem Schiff. Dann muss ich Sachen einlagern in der Station. Ich meine, ich werde dazu gezwungen. Oder die geht irgendwann unter. Dann habe ich nichts mehr. Dann ist alles weg. Eigentlich ist die Idee scheiße. Super scheiße. Naja, gut. Oh, da. Was ist das? Das ist, ne, ich glaube, das ist, Seemotte. Das Wrack brennt. Jetzt müssten wir noch gleich mal Trümmer erreichen. Die neuen Trümmer auch. Da war wieder Fischwechsel. Wieder zwei Tote. Kika. Hier ist alles voller Kika. Jetzt Achtung. Jetzt Achtung. Diese Scheißfische. Ich hasse die. Diese kleinen, nervigen Kackbratzen. So, da ist eine Kiste. Hört ihr irgendwas? Ich höre noch nichts. Stille. Okay, raus hier. Ne, 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 ne. Ne, 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 Wasser. Ne, ne, ne. Trümmer brauchen wir auch. Was ist das denn da? Ja, es gibt irgendwo Trümmer, die, wo wir uns reinschweißen können. Ich bin gespannt, ob wir das hier irgendwo finden können. Wäre toll. So, ich glaube, wir müssen wieder weiter nach vorne. Boah, ist hier viel Titan. Viel Schrott überall. Oh, da ist ein großes Trümmerteil. Da müssen wir auch hin. Mal kurz andocken. Material loswerden. Komm schon! Das Titan verarbeiten. Kommt schon, Solarzellen. Füllt euch auf. Wenn die das nicht mehr tun, dann können wir das über Bord werfen. Sind die vielleicht kaputt? Es ist doch Tag! Oh, scheiße. Alles voll. 26, merkt euch das mal. Das haben wir schon aufgemacht. Dass sie immer wieder zu... zugehen. Entschuldigung, der war Schluck auf. Ich muss dann immer rülpsen. Deswegen. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht ins Mikro rülpse. Und da war... Oh. So, was haben wir da? Und... Man muss ja aufpassen, man kann sich da auch, Batterie! Sowas ist immer gut. Batterien sind schön. Energiezellen wären auch schön, aber die sind jetzt nicht mehr so wichtig. Nicht mehr so wichtig. Guck auf mein Luft. Guck auf mein... Oh, guck mal, da ist eine Leiche. Nee, doch nicht. Ist der hier oben? Sind, ach so, die hab, das sind die, die ich überfahren habe, oder? Ja, dann komm, dann sammel die ein. Wir wollen ja nicht, dass wir hier Lebensmittel verschwenden. Sind die eigentlich schon tot oder kann ich die auch... guck mal, voll die Brotkrumen aus toten Fischen. Hänsel und Fischi. Ne, die leben noch, ne? Ich habe eure Brüder überfahren. Hier, den nehmen wir auch mit. Halt. Komm her. Komm jetzt! Okay. Ja, wo sind die Trümmer? Weiß das einer? Diese Trümmer, die Get Wrecked quasi durch das Update dazu kamen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Sonst vielleicht dahinter. Guck mal, das ist neu.
dass so einer hier rumschwimmt. Vielleicht haben sie die großen Arschlöcher entfernt. Von hier. Guck mal, das ist auch neu. Dieser Hügel hier. Den habe ich zuvor auch noch nicht gesehen. So, da ist eine Kiste. Kistelein. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis wir wieder ankommen. Ich muss ja looten. Guck mal, hier sind überall Hoverfische. Meine Güte. Wir können das mal vollstopfen hier eigentlich. Ja, guck mal, da muss ich nichts bauen. Sehr gut. Ah, Seemottenfragment. Naja, was soll's. Können wir es wenigstens vernichten. Was ist deine Mission? Alle Fragmente von der Erde verschlingen. Planet Bob meine ich. Ich darf ihn eigentlich nicht Planet Bob nennen. Eigentlich nennen alle alles Bob. Als ich damit so mit angefangen habe, dachte ich, das wäre lustig. Und dann taucht der Name Bob überall auf. Bob, 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 Bob. Der Bob-Wahnsinn. So, die essen wir. Wir wollen jetzt hier nicht unsere Ressourcen anbrechen, die wir vorher gefarmt haben. Okay, das reicht weiter. Kochen wir ein bisschen. Da. Nehmen wir mal die Kika. Könnt ihr euch auch was einlegen, oder? Nee, egal. Den. Und dann machen wir noch den Wasserfisch. Den. Oh! Schön. Alles auf 100%. 100, 100, oh, 99. Scheiße. Dann, 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 da unten sind zwei Kisten. Das wurde hier alles neu gemacht. Sah das vorher noch nicht aus und der ist auch neu. Dann muss hier auch das Get Wrecked irgendwo sein. Es ist immer wieder gut, neu anzufangen, weil die echt viel an dem Spiel machen. Und die ganzen Ebenen neu gestalten, finde ich auch klasse. Ist ja immer die gleiche Karte, nur sind die Spawns versetzt. Ja, das habe ich soweit schon verstanden. Unfassbar, ich verstehe was. So, da ist noch ein Sissi-Dingen. Komm, das machen wir weg. Ein Franz-Objekt. Schade, dadurch müsste man zufällig irgendwas bekommen. Ja, Gold, Silber oder Komponenten. Leider gibt es das irgendwie nicht. Man müsste Komponenten finden. Ja, das wäre auch cool, weil ich meine, hier liegt so viel Schrott rum. Eigentlich wäre das doch nur plausibel. So, Batterien habe ich auch noch, ne? Arschlochfisch. Boah, wenn wir mal Schrott brauchen. Wir bauen einfach noch mehr Sissis. Wir bauen eine Flotte. Sissi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann sterbe ich. Alles weg. Futsch, da ist noch eine Kiste. Ne, ist keine Kiste. Hallo, Trümmerteile. Kiste. Hier ist der Seiteneingang. Wir können eigentlich den Seiteneingang benutzen. Dann sind wir auch schneller rein und wieder raus. Aber es gibt hinten dran noch ein paar Kisten, die ich gerne looten will. Ach komm, wir benutzen jetzt mal den Eingang. Oh, was ist denn hier los? Jetzt sind da die Reaper oder wie die heißen. Wie heißen die denn nochmal? Heißen die Reaper? Ich vergesse das immer. So, Kiste. Oh, ein Signal. Sehr gut. Da finden wir die Inseln und so mit. Sehr schön. Da haben wir ein paar Quests quasi. So, wie heißen die Arschlöcher nochmal? Ich vergesse... Ach, ich kann den auch scannen, dann weiß ich es doch. Was will ich hier unten eigentlich? So, ich will da reintauchen, ne? Aber hier war irgendwo eine Kiste. Da ist sie doch. So, ich muss nochmal Luft holen und dann tauchen wir da rein. Ich meine, ich muss nicht vorne rum, ja? Muss ich wirklich nicht. Hup! Da schon wieder. Boah, ich muss aufpassen, ne? Wir können da auch mit der Seemotte reintauchen, glaube ich. Wir könnten es probieren. Es könnte tatsächlich funktionieren. Komm, wir probieren es aus. Franz! Es wird Zeit. Wird auch Zeit, dass wir dich mal bald taufen. Aber wir haben noch keine Andockbucht. Franz der Fünfte, ja? Der Vierte wurde gefressen. Welcome aboard, Captain. Ich will ein Maschinengewehr hier dran haben. Oh, nee, das Loch ist zu klein. Oh, hört ihr sie schon? Aber die kommen hier nicht rein. Kommst du hier nicht rein? Oh, nee, da komme ich nicht durch. Wenn ich so ein bisschen drehe vielleicht. Nein, ich komme da nicht rein. Ich muss hier aussteigen.
So. Abkürzung. Oh, hier sind wir. Im Generatorraum der Aurora. Ah. Aurora-Flugschreiber gefunden. Versuche herunterzuladen. Stelle Störung fest. Hä? Flugschreiber, wo ist denn der? Hat der es gelesen? Es hat aber keine Stimme irgendwas gesagt. Das ist, glaube ich, so, so ein Testdinger. Boah, ich höre diese blöden Fische hier, ne? Und, ach, wir dürfen die Komponente nicht vergessen für die Sissy. Boah, das sieht schöner aus jetzt, ne? Nicht schlecht. Glänzt alles so ein bisschen. Aber eigentlich müssen wir durch die Aurora laufen und gucken, was neu sein könnte. Machen wir. Wir docken gleich nochmal vorne an, weil da sind auch noch ein paar Kisten. Aber ich war hier schon so oft. Gruselig ist das eigentlich nicht mehr. Eigentlich. Aber es bedrückt einen doch etwas. Noch 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Hier nach noch 5. Oh, Luft da oben sind. Komm, wir machen mal die oberen hier. Ah, oben. So, hier haben wir noch das Energieeffizienz-Dingen. Für die CC, das ist wichtig. 4. 3. Fertig. Jetzt die andere Seite. Oder wir haben hier unten noch welche. Da ist noch eins. Das Schweißgerät ist auch schon ein bisschen hässlich. So plump. Noch 2? Oh, irgendwas ist los. Irgendwas ist passiert. Ah, jetzt geht's wieder. Ist unsere Energie wieder leer? Nee, da ist noch eins. Hä, waren es nicht gerade schon 2? Noch 1. Noch. Ah! Ah! Computerstimme, rede mit uns. Jetzt. 3 Tage braucht das noch. Attention. High energy particle containment field restored. Auto decontamination sequence initiated. Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days, 10 hours. Ich glaube, die Sonne geht auf. Wo ist das da? Ach, es ist Qualm. Ja, steht irgendwas von Flugschreiber. Flugschreiber. Vergleiche Antriebsschaden mit Aufprallgeschwindigkeit der Aurora. Die Berechnungen legen nahe, dass die Kollision nicht stark genug war, um einen Kernbruch herbeizuführen. Aha. Also hätte der Kernbruch nicht stattfinden dürfen. Quasi. Aber was war es dann? Ja, irgendeine Differenz, irgendein Energieimpuls, davon wurden wir getroffen. Und dann sind wir abgestürzt. So, zurück. Zu Motti. Der unten, guck mal. Ja, ich bin ja da. Keine Sorge. So. Ausgang. Schnell zurück. Oh, tut mir leid. Gut, dann gehen wir jetzt noch zum Arsch. Ne, zur Front. Ja, ne, die Front ist jetzt zerbrochen. Ne, da bin ich doch gar nicht rein. Mit der Seemotte. So. So, ich will nämlich wissen, wo ist eigentlich das Cockpit? Ja, also die Front. Die Front von der Aurora ist ja nicht mehr präsent. Die existiert ja nicht mehr. Das ist nur noch Müll. Damit hat sie halt gebremst. Dann muss das Teil vielleicht am Grund liegen, wo wir dann reintauchen können. Wir werden es irgendwann mal finden. Irgendwann werden wir es finden. Es müsste ja theoretisch hier irgendwo an der Absturzstelle liegen. Da unten ist noch eine Kiste. Wir tauchen ein bisschen tiefer, weil hier sind diese scheiß großen Leviathane, glaube ich. Oder die Leviathane sind die anderen. Die gibt es schon im Spiel, aber die sind quasi nur in der Datenbank. Du kannst die spawnen per Befehl. Habe ich in einem Video gesehen, selber noch nicht gemacht. Die sind auch schon ziemlich hässlich, ja? Das sind die aus dem Trailer. So.
Wasser. Ist okay. Kann man sich nicht beschweren. Aber ich hätte gerne Energiezellen oder so. Ja, vielleicht werden die Trümmerteile ja angezeigt. Durch Dingens. Durch, so Signale, die wir finden können. Das wäre auch nicht schlecht. Aber es könnte halt hier drunter liegen. So, jetzt kommen wir zum beschädigten Teil. Hab ich auch Licht? Antwortet. Taucht mal ein bisschen auf. Hier wollen wir durch. Da ist nichts. Das ist nur ein Teil. Ah, wow, das sieht ein bisschen... Wow, wir springen. Wir sind am Fliegen, glaube ich. Weitläufiges Feld voller Trümmerteile entdeckt. Und jetzt? Wo finden wir das denn? Hier drunter vielleicht. Weil irgendwie müssen wir es ja finden. Unbekannt. Erkundung nicht empfohlen. Wir erkunden aber. Oh, habt ihr ihn gehört? Den Arsch. Batterie. Die sind nicht so schlimm, die kleinen Krebse. Tun eigentlich einem gar nichts. Die springen einen nur halt an. Wie so tollwütige... Aua! Hunde. Da ist nichts. Nice, Superback. Die machen nur 5 Schaden. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich will nur looten, du scheiß Krebs. Da ist dann noch ein Medipack, siehst du. Inventar voll. Ich fasse es nicht. Scheiße. Aber ich glaube, hier gibt es sowieso keine Kisten mehr. Doch, da. Okay, was haben wir hier? Noch ein Signal. Okay, ich muss was wegwerfen. Selten. Aber, ach komm, wir trinken was und essen was. Und ist noch das Medipack, das können wir eigentlich erstmal da lassen. Was haben wir denn gefunden? Organische, große organische Masse. Oh, au. Okay, das war's. Wir können, glaube ich, runterspringen. Auf deiner Seite finden wir meistens nichts. Hier ist der Übergang. Ich sehe halt nichts mehr. Ich habe keinen Föhn dabei. Da ist noch eine Truhe. Eine Truhe. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nee, das ist keine Truhe. Okay, wir hauen ab. Wir hauen ab, das ist zu gefährlich. It's dangerous. Ich hoffe, da ist Wasser unter uns. Sonst sind wir jetzt tot. Schimme jetzt. Ah. So. Weg hier. Das eine Minipack ist mir scheißegal. Komm schon. Oh Gott. Ich glaube, ich muss einen Föhn bauen. So, weg hier. Noch ein Signal gefunden. Komm, jetzt tauchen wir mal hier runter. Oh, warte mal, ich will mal gerade das Ding hier installieren. 75. Ich glaube, wir bauen noch ein paar Solarpanel. Hört ihr das? Das ist irgendwie so komisch am Knacken. Achso, ich will das Ding hinten einbauen. Ne, es füllt sich auf, ne? Jetzt 77. 77. 77. So. Energieeffizienz bei 400%. Ja, es füllt sich auf jeden Fall auf. Wir wollen aber erstmal hier weg, bevor ich irgendwas neu baue. Bitte. Nicht hierbleiben, es knackt so komisch. Als wenn es ein Soundproblem geben würde. So, wir wollen hinten raustauchen. Aus dem Arsch. Nein, ist der Mund quasi. Ja, wir gucken jetzt mal hier unten, ob wir irgendwas finden. Trümmer. Nee, wir hängen irgendwo fest. Das bewegt sich nicht. Wir bewegen uns nicht mehr. Doch, jetzt bewegen wir uns wieder. So, jetzt aber runter. Da unten ist er. Guck mal, da ist das Arschloch. Oh, ist das ein neuer Trümmer? Oder ist es einfach nur... Ne, es ist nichts Neues. Guck mal, die sind jetzt tiefer hier unten.
Ja, kein Problem, wir können noch was weiter. So, jetzt sind wir genug geradeaus gefahren. Hier sind Trümmer. Ich sehe halt zu wenig. Das ist so schade. Nee. Ich glaube nicht, dass es hier auch die Trümmer gibt. Hier sind ja diese ganzen Riesenfische. Nee, ich glaube nicht. Große organische Masse. Rotpilz. Blutöl. Hitzesignatur. Oh, das ist wahrscheinlich einfach nur... Entweder ist da die Lava. 2000. Oder da ist einfach nur ein Geysir. Wir können da oben noch ein paar Dinger leer machen. Vielleicht finden wir noch ein paar Signale. Boah, ich sehe irgendwas vor mir. Guck mal, da ist schon ein größeres Trümmerteil. Nee, das ist einfach nur was Schwarzes. Oh, ein Trümmerteil! Ist ja wie bei der weiße Hai, wo der auf die Korallen schießt. Oder auf so einen Fischschwarm. Hai! Hai-Alarm! Oh, hier, guck mal! Wir können... Ah, wir können scannen! Das sind zwei Stück. Wir müssen halt aufpassen. Okay, sehr gut. Leute, ich muss hier abspeichern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Da gehen wir scannen. Auf Wiedersehen.